Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei unter OpenSUSE Tumbleweed den XFCE Desktop von 4.14 auf 4.16 aktualisiert. Dazu habe ich schon mal Seite vorbereitet, welche Verbesserungen, welche Neuerungen der XFCE 4.16 Desktop beinhaltet. Es gibt verschiedene Kleinigkeiten. Es wird unter dem 4.16 Desktop nur noch GTK3 unterstützt. Neue Icons gibt es. Wichtig für Monitore mit unterschiedlichen Auflösungen, die Skalierung kann man verändern, anpassen. Man kann eine Pause durchführen, wenn man größere Dateien kopiert und so verschiedene Sachen. Um den Desktop unter Tumbleweed zu aktualisieren, gehen wir aufs OpenSUSE Wiki und hier steht dann unter Installation schon, wie wir ein Repository hinzufügen können. Dazu rufen wir jetzt das Terminal auf. Ich habe hier in der virtuellen Maschine schon mal 4.16 installiert. Geben zuerst mal mit sudo su uns als Admin aus und dann fügen wir, so wie es hier steht, das Repository hinzu. Wir kopieren uns das einfach. Fügen es hier ein und drücken die Eingabetaste. Anschließend aktualisieren wir unsere Repositories. Und dann aktualisiert er schon mal, zeigt uns an, was wir aktualisieren können. Und mit dem nächsten Befehl aktualisieren wir dann die neuen Pakete. Das Ganze zum Installieren war es schon, also relativ einfach in OpenSUSE. Jetzt können wir uns das Ganze mal ein bisschen anschauen. OpenSUSE schaut immer etwas bescheiden aus nach dem Start. Passen wir uns erstmal das Erscheinungsbild etwas an. Machen wir erstmal ein freundlicheres Hintergrundbild. Jawohl. Unter Erscheinungsbild können wir uns, ich habe einfach mal ein paar Themen installiert. Ein paar Symbole, ja, machen wir mal jetzt Windows 10 Symbole. Schauen wir uns mal Ordner an. So, jetzt schaut schon nicht mehr ganz so furchtbar aus. Die Einstellungen unter XFCE sind fast gleich. Die Anzeige, hier können wir die Anzeige skalieren. Selbst die benutzerdefinierte Variante können wir vorgeben. Also man kann das in 0,1 Schritte anpassen, wie wir es gern hätten. Das ist sehr gut für größere Auflösungen. Für 4K-Auflösungen kann man entsprechend die Oberfläche anpassen. Jetzt können wir die Leiste uns unten. Ich mag unten keine Leiste, also mir ist es lieber, oben anzufangen.
jetzt mal die in die Mitte. Machen die ein bisschen größer. Na, ist zu groß so. Erscheinungsbild. Können wir auch durchsichtig machen. Fenster umschalten. Ausschalten. Neu starten. Whisker-Menü. Bei OpenSUSE sind standardmäßig immer Programme vorinstalliert. Kann man aber auch beim Installieren auswählen oder abwählen. Programme wie zum Beispiel Thunderbird. Ich brauche keinen E-Mail-Client. OpenSUSE ist anpassungsfähig. Es war nur ein kurzes Video, wie wir OpenSUSE XFCE auf 4.16 aktualisieren können. Vielen Dank fürs Zusehen.